der heutigen schnelllebigen Zeit muss man sich als großes Unternehmen modern und aktuell präsentieren. Wir wollten uns von anderen Marktteilnehmern und ihren Imagefilmen deutlich unterscheiden und haben deshalb unsere Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Handlung gestellt. Wir freuen uns sehr, dass Benedikt Fuhrmann, ein dynamischer Jungfilmer aus Bad Tölz in Oberbayern, unsere Filmidee hervorragend umgesetzt hat. Es waren mehrere Ideen zur Auswahl. Es waren insgesamt 5 Ideen und für mich persönlich ist es immer die Idee, wo es um die Menschen in dem Unternehmen geht als Imagefilm. Also der Grundgedanke im Imagefilm geht es um den Mensch im Unternehmen, der gefällt mir immer am besten. Und in dem Fall war es auch so, dass die Firma Stahlgruber, die Vorstandschaft einstimmig dann für diese Idee war, wo es eben um die Mitarbeiter geht. Und die Firma Stahlgruber ist da einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, ja, aber was können denn unsere Mitarbeiter? Ja? Wie mobil sind sie denn im Kopf? Und letztlich haben sie auch gesagt, naja, die Mobilität, die beginnt in den Köpfen unserer Mitarbeiter. Also eine große Herausforderung war erstmal, die Masse von Bewerbungen zu bearbeiten. Also wir waren hier über einen Tag beschäftigt, erstmal anzuschauen, wer hat sich beworben, mit welchen Themen, aus welchen Abteilungen kommen die Personen. Wir haben das dann sortiert nach verschiedenen Arbeitsbereichen, um die Vielfalt des Unternehmens auch zu zeigen. Und so haben wir eben 12 Protagonisten am Schluss ausgewählt, die aus jeweils einem anderen Fachbereich der Firma kommen. Denn natürlich musste man auch darauf achten, wie passen die Szenen zueinander. Also wie schaffe ich Übergänge von der Luft zum Boden oder von einer Schreinerin zum Wasser, also unter Wasser. Und das waren eben die Überlegungen, die man quasi im Vorhinein schon haben musste, damit man eben am Schluss ein einheitliches, schönes Produkt bekommt, wo die Szenen ineinander fließen. Da es dann entschieden war, welche Protagonisten wir nehmen, ging es natürlich an die Auswahl der Drehorte. Meistens sind wir wirklich in die privaten Räume der Mitarbeiter gefahren und haben dort das abgedreht, was sehr lustig war, weil man verschiedenste Mentalitäten kennengelernt hat. Wir sind da wirklich quer durch Deutschland gefahren. Und dann gab es so spezielle Fälle, wie zum Beispiel, wenn man jetzt den Michael Pohl, der ja mehrere 8000er schon bestiegen hat, dann war es jetzt die Frage, ja gut, wo können wir da hingehen? Und am Schluss wurde es dann die Zugspitze, weil in den Himalaya zu fliegen, ich hätte es wahrscheinlich auch körperlich nicht geschafft. Ich kann mich gut erinnern an den ersten Dreh, das war beim Jürgen Behrendt, Modellbauer. Das war ein Mini-Keller, wo ein unglaubliches Modellbauschiff stand, was fast 2 Meter lang ist. Und es war wirklich eine riesige Herausforderung, dort überhaupt zu drehen. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran, weil es Spaß gemacht hat, weil ich mich auch irgendwo geehrt gefühlt habe, damit zu machen und weil das Team einfach super drauf war. Also einer war wirklich eine Herausforderung, das war der Peter Tafel, nämlich Taucher. Und also als ich dann wirklich viele Betriebe angerufen habe, ja, könnten wir bei euch tauchen in dem Swimmingpool? Und am Schluss war es dann so, dass ich in München durch Zufall eben davon gehört habe, da ist so ein Weiher, der Echinger Weiher, da könnte man tauchen. Und dann ist der aus Kassel gekommen, der Peter, und wir haben unter Wasser gedreht. Es zeigt unseren Kunden, dass sich jeder Einzelne für das Unternehmen stark macht. Nur so wird es funktionieren. Gott sei Dank musste ich nicht ins Wasser, es war nämlich schweinekalt. So kalt. Technisch ein Highlight war auf jeden Fall der Fahrradfahrer, der Manfred Rubenbauer, weil da war es so, dass wir aus einem fahrenden Auto mit einem Kran gedreht haben und wir wollten eben schön nah an dem Fahrradfahrer dran sein und eben einfach eine spektakulärere Kamerafahrt machen. Das lief alles super. Der Manfred Rubenbauer, der ein Hochleistungssportler ist, der hat immer gemeckert, weil er gesagt hat, fahrt schneller und wir waren schon hart am Limit mit unserer Technik, dass nicht alles so wackelt und so weiter. Ich liebe die Herausforderung und ich habe mir gedacht, das ist einmal was Neues und das kann man auch mal ausprobieren. Vielleicht kommt man ja dran und zu meinem Glück bin ich jetzt da. Ja, wo ich mich super gefreut habe, dass wir einmal in Bad Tölz gedreht haben und das war eher ein Zufall, weil das war das einzige Eishockeystadion in ganz Bayern, was überhaupt verfügbar war, einen Abend lang. Und da haben wir mit Andreas Baumgartner gedreht, der eben leidenschaftlicher Eishockeyspieler ist aus Ingolstadt. Das war super, der hat sein ganzes Team mitgebracht und dann sind die da im Schneeschauer sind die nach Tölz gefahren. Und es war einfach cool zu erleben, dass der Mitarbeiter von Stahlgruber seine ganzen Freunde akquiriert, nur um quasi in einem Imagefilm mal kurz eine Szene abzudrehen. Also Italien war einerseits kulinarisch das Highlight, andererseits körperlich war es eine Herausforderung,
weil wir eben auch fast ausschließlich mit dem Kran gedreht haben und man muss halt Gegengewichte den Berg hochschleppen. Das waren dann so am Schluss 60 Kilo Ausrüstung. Aber wir waren ja Gott sei Dank ein größeres Filmteam mit 4 Leuten und dann ging das schon. Also wir sind jetzt am Gardasee im November. Ich finde die Idee einfach cool. In Berlin haben wir den Falk Pollmer besucht, der leidenschaftlicher Pilot ist. Das war ganz lustig, weil mein Kameramann, der durfte dann im Flieger mitfliegen am Anfang und hat schon gemeint, okay, das war's dann, vielen Dank für den Job. Ich persönlich halte von der Idee eine ganze Menge. Ich finde es gut, dass wir uns nach außen so präsentieren, auch so ein bisschen die Menschlichkeit zeigen, die hinter diesem Konzern steht. Ja, einmal hatten wir einen Drehtag, da hatten wir zwei Protagonisten im Bild, nämlich ein Pferd und die Mitarbeiterin. Man hat tatsächlich auch bei den Aufnahmen gemerkt, dass das Pferd sehr skeptisch ist. Was ist denn das, die Kamera? Das ist eine ganz witzige Szene, wenn man vorher mitbekommen hat, wie die Dreharbeiten gelaufen sind. Geliebt habe ich die Überraschungsmomente, die da so passiert sind. Zum Beispiel, dass man beim Norbert ankommt und es macht jemand die Tür auf und man denkt sich, was, und der soll jetzt malen? Und dann stellt sich halt heraus, dass der wirklich ein künstlerisches Talent hat, was man gar nicht erst mal so denkt. Und das ist halt schön. Und das ist eben auch genau das Potenzial, was die Firma hat. Morgens um 5 aufgestanden, glaube ich, sind sie. Um 10, halb 11 waren sie bei mir. Und abends, schätze ich mal, um 12 wieder daheim gewesen. Also da steckt schon ein bisschen Know-how dahinter und Manpower und Engagement. Das finde ich klasse. Also ich selbst habe ja lange Jahre auch im Mittleren Osten gelebt und habe mich total gefreut auf orientalischen Tanz. Und die Herausforderung war, wie bringt man denn diese Welt des orientalischen Tanzes auf einmal in diesen Mitarbeiterfilm? Und das haben wir auch perfekt musikalisch gelöst. Das ist für mich so ein Highlight, wo man auf einmal in eine ganz andere Welt geführt wird, mitten in dem Film. Und die Roswitha, eine bewegliche Frau, es war ein Vergnügen, dieser Drehtag. Viele Kunden kennen mich. Und wenn die den Film sehen, dann denken, das ist die Frau Schellenberger aus meinem Verkaufshaus und die finden das toll. Ja, also der Wilhelm Röhm, das war einer der ganz wenigen, wo ich mich erinnere bei der Bewerbung. Da habe ich ein Foto gesehen und gehört, der hat was mit Uhren und habe mir gedacht, der muss rein, der passt so. Das ist ein Unikat, man sagt Informatiker, muss immer Ordnung halten und so weiter, Uhrmacher, was ja auch sehr viel mit Qualität und Struktur zu tun hat. Ich war überrascht und beeindruckt von der Akribie und der Präzision, mit der auch Kleinigkeiten im Rahmen von einem Spot, der im Endeffekt dann irgendwo 15 Sekunden lang ist, bearbeitet wurden. Ja, als wir bei der Sandra zu Hause waren, war es erstaunlich, weil man hat gedacht, hier lebt jemand, der die ganze Wohnung restauriert. Und so ist es auch tatsächlich. Und das war dann total cool. Wir sind da gekommen, da stand so ein uraltes Möbel da, wo ich gedacht habe, hoppala, was soll denn da draus werden? Und ich hatte erst gedacht, die ganzen Möbel sind bei irgendeinem antiken Händler gekauft worden, bis ich mitgekriegt habe, sie hat wirklich alles selbst restauriert. Als Mutter von 2 Kindern ist echt cool, dass die da so ein Hobby nebenbei macht und sich zu Hause schön macht. Ich hoffe natürlich, dass es positiv aufgenommen wird, dass sich junge Leute vielleicht halt auch denken, oh, das ist ein tolles Unternehmen, coole Firma, da bewerbe ich mich. Für mich das Highlight definitiv und auch die wichtigste Aufnahme war auf der Zugspitze. Weil man endet mit einer Aufnahme und das ist einfach das Bild, was eine starke Wirkung beim Betrachter einfach hervorrufen muss. Und das war super, da hat der Michael Pohl mit einem Kumpel sich die Zeit genommen und wir sind auf die Zugspitze, haben dort viel Aufbauarbeiten erstmal gehabt und die Jungs mussten da im Schnee mit Eispickel ausharren, bis wir immer umgebaut haben. Also das war ein ganz besonderer Drehtag und auch ganz wichtig, dass wir uns da viel Zeit genommen haben auf der Zugspitze. Der Film zeigt, dass Stahlgruber ein modernes, innovatives Unternehmen ist, das auch mal Versuche unternimmt, andere Wege zu gehen und sich einfach mal auch anders präsentiert und darstellt als normale, herkömmliche Unternehmen. Finde ich gut.
Und dann beginnt eigentlich noch die viel wichtigere Arbeit, nämlich die Postproduktion. Und in dem Fall war das Schöne, dass wir eben eigens auf diese Filme eben Musik komponieren konnten. Einerseits hat man dann die Tonwelt, aber andererseits geht es natürlich schwerpunktmäßig um das Thema Bild. Und da geht es erstmal in den Schnitt, man wählt die besten Aufnahmen aus und dann eben die Übergänge anpassen. Also eben die Ideen, die man vorher hatte, umzusetzen im Schnitt, das ist dann immer noch eine Herausforderung, weil meistens verändern sich dann nochmal so Kleinigkeiten. Aber das haben wir mit teilweise größerem Aufwand ganz gut hinbekommen, dass es eben alles in einem Fluss bleibt in der Schnitttechnik. Wichtig für uns war auch in dem Konzept, eben die Namen zu erwähnen. Das haben wir dann durch Titelanimationen gemacht. Da ist, finde ich, die Kunst, dass man es nicht übertreibt mit irgendwelchen Effekten, aber dass man vielleicht da noch eine Note reinbringt. Und die haben wir dadurch reingebracht, dass wir eben die Verbindung wieder geschafft haben zwischen der Tätigkeit, die die Menschen machen dort, und den Köpfen. Also dieses Mobilität beginnt in den Köpfen unserer Mitarbeiter. Das findet man, wenn man genau aufpasst, auch in diesen Titelanimationen wieder. Und genau das, was bei der Musik wichtig ist, ist natürlich auch im Bild wichtig, nämlich, dass die Gesamtkomposition stimmt. Und das ist dann sehr aufwendig, wenn man ein Bild angleichen muss. Da geht man dann ins Color Grading, eben auch bildlich das in einen Guss zu gießen. Und wenn man das dann alles hat, also sprich die Musik, die Titel, das Color Grading, dann wird es am Schluss eben alles zusammengesetzt. Und dann ist eben nur noch eins, der Kunde muss sagen, genauso wollte ich es und dann hat man es geschafft. Ich habe vor allen Dingen deswegen Spaß gehabt, dieses ganze Produkt zu produzieren, weil ich erst in erster Linie einen Kunden hatte, der es wertschätzt, also der sagt, ich möchte das haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in Zukunft viele Unternehmer haben, die genauso denken, die sich verantwortungsvoll verhalten und die den Mut haben, eben ihren Mitarbeitern den Raum und die Wertschätzung zu geben. Und in diesem Sinne Hut ab, auch wenn ich jetzt keinen auf habe, aber Hut ab an Stahlgruber. Das war echt cool, dass ihr das so durchgezogen habt. Wenn ich mir so den Markt anschaue und die Vergangenheit meiner Filmfirma, dann merke ich, ich habe viel Zeug produziert, was die Welt nicht braucht. Aber diesen Film, den braucht die Welt, auf jeden Fall. Ich wünsche mir für Stahlgruber weiterhin so viel Erfolg, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, dass die Firma gute Geschäfte macht. Dieselbe Beständigkeit, auch im Wachstum wie in der Vergangenheit. Dass Stahlgruber diesen Weg weitergeht, ich finde ihn gut und ich werde ihn auch nach besten Kräften unterstützen. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Arbeitgeber. Sonst wäre ich auch nicht 22 Jahre bei der Unternehmung. Mir macht es auch Spaß, selbst wenn es auch manchmal ein wenig Stress ist, aber ich glaube, ich würde mich schon freuen, wenn ich vom Stahlgruber in die Rente gehen kann. Seit 13 Jahren arbeite ich schon da. Nicht. Noch viele Jahre mehr haben. Ich wünsche mir, dass wir noch viele, viele Jahre immer mobil bleiben. Ich wünsche mir für unser Unternehmen, dass ich die Büros in Chevy-Chic gestalten darf.